Untergriffig ist der Parlamentskehraus am Mittwoch gestartet. SPÖ und ÖVP lieferten sich im Nationalrat zwei betont unfreundliche Teuerungsdebatten. Die Sozialdemokraten hatten einen dringlichen Antrag für einen Strompreisdeckel eingebracht, der allerdings nur Unterstützung der FPÖ fand. Anstatt rasch, verantwortungsvoll und wirkungsvoll zu handeln, das wäre notwendig, warteten sie monatelang ab, zauderten sie wochenlang, führten sie Scheindiskussionen und beschwichtigten sie. Während andere europäische Länder da ganz anders drauf waren und seit Monaten Maßnahmen gegen die Teuerung gesetzt haben. Während die EU-Kommission seit Monaten allen Mitgliedstaaten Möglichkeiten und Instrumente in die Hand gegeben hat, um diese Teuerung zu bekämpfen. Und in Österreich passierte viel zu wenig, viel zu spät. Auch ÖVP-Kanzler Karl Nehammer zeigte sich von der Regierungsbank aus angriffig und hielt der SPÖ Panikmache und Hysterie vor. Wir haben mehrfach, und das ist die Realitätsverweigerung der SPÖ, Antiteuerungspakete beschlossen, schon zu Beginn des Jahres, als Sie noch gar nicht gewusst haben, dass die Teuerung tatsächlich ein großes innenpolitisches Thema wird und Sie für eine Neuwahlpolemik dann nützen wollen. Das, was die Menschen jetzt definitiv nicht wollen, ist auseinanderdividieren, Streit, sondern sie suchen Einheit in der Krise, Sicherheit in der Führung und dafür arbeitet diese Bundesregierung.